In den dunklen Ecken der Galaxis waren es nicht immer nur die Dämonen des Ovalion oder die Kräfte vollkommen fremder außerirdischer Reiche, die für Krieg und Terror sorgten. Jahrtausende lang hielt sich ein Imperium in den Schatten des dunklen Raumes verborgen, welches es bei seinem Erscheinen problemlos mit einer Vielzahl anderer interstellarer Mächte der Galaxis aufzunehmen vermochte. Es ist ein Reich der Schatten und der Knechtschaft. Eine Dynastie, angeführt von dunklen Magiern und blutrünstigen Kriegsfürsten. Das Duyari-Imperium ist eine der jüngsten Mächte der Amros-Galaxie, die im momentanen Millennium auf den Plan traten. Obwohl es für über 3000 Jahre seine Existenz vor anderen Völkern stets geheim hielt, gelang es ihm doch, innerhalb weniger Jahre seinen nicht zu verkennenden Stempel zwischen den Sternen zu hinterlassen. Das Imperium der Duyari ist ein sich über 90 bewohnte Welten erstreckender Machtapparat, der es sich zur Aufgabe machte, fremde Völker und Kulturen in blutigen Kreuzzügen zu unterwerfen. Die Duyari, eine Spezies, welche durch die Vermischung der humanoiden Spezies der Narien und der Menschen der Dschungelwelt Tumayadu entstand, wurde durch jahrtausendelangen Krieg eine der mächtigsten Rassen der Galaxis. Angeführt wird das Duyari-Imperium von ihrer obersten Kaste, dem Schwarzmagierorden der Sahora, den Antagonisten des Orda Asterias. Unter ihrer Führung peitschen sie Dutzende Welten durch ein erbarmungsloses theokratisches System, welches nur ein einziges Ziel im Auge hat: die Unterwerfung der Galaxis und die Versklavung aller mächtigen Völker. Durch die natürliche Affinität der duyarischen Spezies zur schwarzen Magie entwickelte sich der Orden der Sahora schnell zu einer priesterhaften Oberkaste, die als Spitze über den Gelehrten, Kriegern, Arbeitern und Sklaven stand. Das Hauptziel der Sahora ist eine Dominanz aller Völker der Galaxis unter ihrer Herrschaft und unter der unter ihnen stehenden Duyari. Sie sehen es als Pflicht der Duyari an, andere Reiche zu erobern und zu beherrschen. Doch lange war dieser Orden von Todeskultisten und finsteren Hexern uneins. Über 2000 Jahre lang waren die Duyari eine mächtige, aber ungeeinte Zivilisation. Dies änderte sich jedoch an einem schicksalhaften Tag, da ein junger Asteri mit dem Namen Tures Arosson auf der von ewigen Gewittern überzogenen Hauptwelt Tumayadu notlandete. Er schloss sich den Sahora an und übernahm nach wenigen Jahrzehnten die Macht im Duyari-Imperium. Unter seiner Führung vereinte er die fünf Kasten und zentralisierte diese interstellare Großmacht. Über die Jahre entstand ein Gotteskult um den ehemaligen Asteri, der nun den Namen Sah-Adrush trug. Und die neu entstandene Religion drang bis zu den geknechtetsten Sklavenvölkern des Imperiums vor. Die Macht der Duyari stieg unter der neuen Führung so gewaltig, dass sie schließlich in der ersten Hälfte des vierten Millenniums einen Angriff auf das Erische Sternenreich wagten. Doch noch setzte Sah-Adrush seine Duyari nicht ein, sondern hielt das Imperium weiterhin im Verborgenen. Stattdessen nutzte er Söldner der versklavten Völker. Dies zog einen 8 Jahre andauernden Krieg nach sich, infolgedessen sich Sah-Adrush erneut in die dunklen Ecken der Galaxis zurückziehen musste. Doch während dieses Krieges strömten eine Vielzahl an Asteri zu den Sahora, da sie sich von ihren Plänen Macht und Erlösung versprachen. Sah-Adrush, der nun nicht länger als Tures Arosson anzusprechen war, scharte daraufhin die Acht um sich. Der neue, oberste Zirkel der Sahora, bestehend aus gefallenen Asteri. 800 Jahre lang wartete das Imperium der Duyari nun im Schatten. Es rüstete, verstärkte die Organisation seiner Gesellschaft und geiferte aus der Dunkelheit heraus nach den Welten Eriens. Es wurde die schwarze Zitadelle auf der ewig gewittrigen und stets dunklen Hauptwelt Tumayadu errichtet, das mächtigste Bollwerk und die uneinnehmbarste Festung der Galaxis. Dort residierte Sah-Adrush mit dem Rat der Acht für 8 Jahrhunderte. Maßlose Kriegsflotten und vom Verstand verlassene Armeen von Milliarden wurden aus dem Boden gestampft. Alles, um die Schmach wieder reinzuwaschen, die ihnen von Kaiser Eda Vargast während des Asteri-Krieges zugefügt worden war. Das duyarische Militär wurde durch Bataillone von gequälten Sklavensoldaten erweitert und ganze Planeten in trostlose Aschefelder verwandelt,
um den Hunger der niemals ruhenden Kriegsindustrie des Imperiums zu stillen. Geheime Bündnisse mit den Meltanern und dem Rosajanischen Reich wurden geschlossen, doch die Mächte unseres Universums waren nicht das Einzige, was sich die Sahorra als Alliierte an die Seite riefen. Sahadrush schloss einen Pakt mit den Göttern des Uvalion und erhielt durch falsche Versprechen schließlich das höchste Geschenk von ihnen, Unsterblichkeit. Doch er betrog sie und hegte nie die Absicht, die von ihm geschlossenen Schwüre zu halten. Im schließlich kommenden Dojari-Krieg übergoss das Imperium die Galaxis mit Tod und Vernichtung. 2,5 Jahre versuchten die Sahorra mit ihren Heeren und Flotten, das Sternreich niederzuringen. Sie wurden geschlagen, denn der auserwählte Asteri, Avian Withlion, führte Erias Legionen zum Sieg über Tures und seine Schergen. Heute sind nur noch die zerstrittenen Welten des ehemalig mächtigen Reiches unter der Führung der neuen Kriegsfürsten ein schwach glimmendes Licht zwischen den großen Mächten der Galaxis. Noch immer zucken Blitze über Tumayadu, und die Ruinen der ehemaligen schwarzen Zitadelle leuchten hell im Licht der über den Himmel brausenden schwarzen Magie. Die Sahorra sind verstreut im Imperium, keine führende Hand vermag den Orden in diesen Zeiten mehr zu einen. Doch das Streben nach der alten Größe ist nach wie vor geblieben, und ambitionierte Nachfahren der geschlagenen Kriegsfürsten versuchen, ihre blutigen Fänge in die zerfetzten Machtstrukturen zu schlagen. Die Echos der alten Herrschaft Sahadrushs hallen noch immer in den Herzen der östlichen Welten der Galaxis nach, und aus dem Chaos heraus dringt noch stets die Stimme der antiken Ambitionen des dojarischen Volkes hindurch.